Sachchen und willkommen zurück zum Let's Play Anno 1701. Wir haben das letzte Mal das Szenario 8 gespielt nach dem Sturm und es ging darum, dass die königliche Flotte gesunken ist und wir müssen jetzt 4 Geheimdokumente bergen. Wir haben auch schon 3, aber leider ist das 4. in den Händen von Fürst Jegorov, so einem bösen Widersacher der Königin. Und jetzt müssen wir ihn ausspionieren, damit wir wissen, wo sich das Geheimdokument genau befindet. Und dafür brauchen wir ein Logenhaus. Aber das haben wir noch nicht gebaut. Was brauchen wir dafür? Erstmal müssen wir noch ein paar neue Leute ansiedeln. Das heißt, wir lassen hier noch ein paar Leute aufsteigen. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Sehr gut. Und jetzt können wir ein Logenhaus bauen. Das Problem ist bloß, dass wir noch keine Ziegelproduktion haben. So, hier können wir noch ein bisschen Essen ausladen. So. Das heißt, wir müssen hier unten am besten Ziegel produzieren, denn die Insel hatten wir schon mal erschlossen, um hier einen Schatz zu bergen. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier erstmal ein paar Rohstoffe mit. Hinaus aufs Meer. Sehr gut. Hier unten haben wir auch noch ein bisschen Werkzeug, also auf unserer Hauptinsel war ja kaum noch was. Aber hier 34 Werkzeug, das sollte reichen. Okay. Dann müssen wir es erstmal erschließen. Wo wir schon dabei sind, können wir eigentlich auch noch direkt Werkzeug produzieren. Das produzieren wir auch noch nicht. Okay. So, die Ziegelproduktion läuft. Ja, jetzt müssen wir natürlich, um die Werkzeugproduktion aufzuziehen, auch noch Ziegel bekommen. Deswegen müssen wir kurz warten. So, ich habe mich jetzt hier darum gekümmert, dass die Werkzeugproduktion steht und jetzt sollten wir von hier aus eigentlich genügend Baumaterial bekommen. Dass wir Jegorov ausspionieren. Ja, das machen wir gleich. Dazu benötigen genügend Baumaterial bekommen, um Logenhaus. Das Logenhaus zu bauen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Ziegel. Können wir uns auch noch eine Ziegelei bauen. Auch wenn das Holz hier knapp ist, weil das für die Werkzeugproduktion gerade benötigt wird. Hier, nehmt diese Goldmünzen. Aber wir wünschen, dass ihr eure Fähigkeiten, Haus zu halten, künftig deutlich verbessert. In die See. So, sehr gut. Wir sind eben wieder bankrott gegangen. Und sie hat uns 20.000 Goldmünzen wieder gewährt, beziehungsweise 25.000. In den Szenarien braucht man mal gar nicht so darauf zu achten, dass man genügend Geld zur Verfügung hat. So, ich denke, das sollte für ein Logenhaus reichen. Ja, wir bauen es mal hier in so eine geschützte Ecke. Und dann würde ich sagen, spionieren wir ihn aus. Ich versuche, so viel wie möglich herauszufinden. Ja, da sehen wir jetzt, wie er sich schon auf den Weg macht, zu den verschiedenen Wohnhäusern. Das ist alles, was ich herausfinden konnte. So, dann bin ich gespannt. Vorzüglich. Unser Spion war erfolgreich. Er berichtet, Jegorov hätte die Dokumente in seiner Werft versteckt. Die genaue Position wurde auf der Karte markiert. Ich fürchte, sie dort herauszubekommen wird nicht ganz einfach. Naja, nicht ganz einfach ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Zerstören Sie die Werft von Igor Jegorov und bringen Sie sie in Ihren Besitz, um an das 4. Geheimdokument zu kommen. Also schön. Vernichten wir Fürst Jegorov. Aber wir sollten realistisch sein. Mit einem Schiff allein wird das nichts. Ihr müsst schon eine ganze Flotte bauen. Ja, wir sehen, der Hafen ist auch schon ziemlich gut verteidigt. Und eigentlich hatte, glaube ich, das Szenario das jetzt so gedacht, dass man hier eine Bürgerstadt sich aufbaut oder eine Kaufmannsstadt und dann hier viele Kriegsschiffe ausbaut. Das wäre natürlich die leichte Version. Aber man kann es auch so machen, dass man einfach sogar nur die Schiffe nimmt, die man bereits hat. Also hier das große Kriegsschiff und die beiden kleinen Kriegsschiffe. Und mit ein bisschen Glück schafft man es dann tatsächlich sogar die überlegene Flotte zu versenken. Dafür braucht man allerdings viel Geduld und man muss immer wieder ein Schiff versenken und zurück zur Heimatinsel, um dort die Schiffe reparieren zu lassen. Das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir eine Werft bauen, sofern wir genügend Baumaterial schon hier haben. Sehr schön. So,
Und jetzt müssen wir uns Kanonen besorgen. Und wir haben ja noch die Piraten aus dem letzten Part im Hinterkopf, wo wir denen geholfen haben. Und die verkaufen uns nämlich Kanonen. Ob du überhaupt genug Moneten dabei hast, bist mit allen Wassern gewaschen. Potzblitz, du bist auf Zack. So, decken wir uns erstmal kräftig ein. Und bringen das alles ins Kontor. Und dann sollten wir eigentlich erstmal ein paar kleine Kriegsschiffe ausheben können. Okay, zwei. Aber das ist immerhin besser als zwei zu wenig. Es wird höchste Zeit, dass wir Jegorov die Dokumente abnehmen. Wie steht es um eure Streitmacht? Seid ihr bereit, loszuschlagen? Sie können keine weiteren Schiffe in Auftrag geben. So, damit ist unser Schiffslimit erfüllt. Und wir haben jetzt erstmal unsere kleine Flotte. Es bringt natürlich nichts, jetzt hier einfach mitten in die Hafenbucht zu fahren, denn dann sind die Schiffe sofort weg. Sondern wir müssen uns dem Ganzen langsam nähern. Denn wir haben immer noch eine ziemlich schwache Flotte im Vergleich zu seiner. Wenn wir uns das mal anschauen, hier zwei große Kriegsschiffe, zwei kleine Kriegsschiffe. Hier sind auch noch zwei große Kriegsschiffe, zwei kleine Kriegsschiffe, die dann nach oben kommen, wenn wir angreifen. Das heißt, wir werden ab und zu immer wieder nach unten kommen, um die Schiffe alle reparieren zu lassen oder neues zu bauen, wenn mal eins kaputt geht. Und wir werden jetzt nach und nach immer ein Schiff angreifen und wieder zurückfahren. Auf geht's, Matrosen! Und das ist auch, ich hab's mal einmal geübt, da ist auch zu einigen Verfolgungsjagden gekommen. Denn man muss sich echt anstrengen, dass man das größte Kriegsschiff nicht verliert, denn dann hat man wirklich nur ganz geringe Chancen, um zu gewinnen. So, da sind wir auch schon und von hier oben kommen auch schon die ersten Kriegsschiffe von Jegorov an. Deswegen würde ich sagen, werden wir die schon mal direkt angreifen. Hier, zwei kleine Kriegsschiffe. So, immer schön auf eins draufhalten. So, ich denke, die erste Eskorte ist schon mal weg, aber es hätte uns fast das kleine Kriegsschiff gekostet. Ihr habt das Kommando. Wir können mal hier noch ein bisschen nach oben fahren und gucken, ob wir vielleicht noch ein kleines Kriegsschiff erwischen, aber mit dem angeschlagenen Kriegsschiff können wir es uns nicht leisten, hier eins der großen Kriegsschiffe anzugreifen. So, der erste Schritt ist getan. Wir haben schon mal die erste Eskorte oder diese erste Patrouille eher. Konnten wir schon mal besiegen. Ich fahre eben kurz zurück, repariere das Schiff und dann werden wir einen Schlag gegen die Hafenflotte unternehmen. So, inzwischen sind wieder alle Schiffe voll einsatzbereit und haben auch volle Trefferpunktzahl. Jetzt werden wir mal versuchen, ein, zwei Schiffe hier rauszulocken aus dem Hafen. Das ist immer der schwere Teil, weil die ja hier ja auch große Kriegsschiffe hat. Oh, ich sehe gerade, wir werden angegriffen. Dann hat das kleine Kriegsschiff hier erstmal Vorrang. Ja, aber das ist überhaupt keine Gefahr. Das ist ganz schnell weg, da brauchen wir auch gar nicht nochmal zurückzufahren. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Und dann greifen wir mal hier ein großes Kriegsschiff an, beziehungsweise die Hauptflotte von Jegorov. Die Flotte folgt eurem Befehl. Es reicht erstmal, wenn die einmal angreift und dann verfolgen sie einen eigentlich meistens. Ja, okay, meistens, aber nicht immer. Mal wieder Vorführeffekt. Wir werden erstmal versuchen, ein großes Kriegsschiff zu besiegen. Leider werden wir ja auch noch von den Türmen beschossen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, so, das Schiff ist erstmal weg. Wir haben noch ein großes Kriegsschiff, so wie ich das sehe. Und die beiden kleinen Kriegsschiffe sind schon ausgerückt, um uns anzugreifen. Deswegen würde ich sagen, ich repariere nochmal kurz die Schiffe. Dann werden wir uns hier tief in den Hafen reinwagen. Das Hauptschiff hier angreifen. Und danach werden wir einen Turm nach dem anderen ausschalten. Und ich denke, dann haben wir auch schon freie Bahn, um die Werft anzugreifen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh, uns kommt hier noch ein großes Kriegsschiff entgegen. Das hat er hier wohl platziert. Ja, der ist immer nochmal für eine Überraschung gut in dem Szenario. Es kann sein, dass wir jetzt ein kleines Kriegsschiff verlieren. Das ist dann aber auch nicht so dramatisch. Denn das können wir eben schnell nachbauen. So. Ja, wir haben zwar ein kleines Kriegsschiff verloren, aber er hat ein großes Kriegsschiff verloren. Das heißt, es sieht für uns deutlich besser aus. So, Zeit für den finalen Schlag gegen die Schiffe und vielleicht können wir da auch noch direkt ein paar Türme dabei mitnehmen. Wir kümmern uns erstmal um das Schiff und das wird ein bisschen schwierig, weil da viele andere Türme uns gleichzeitig noch mit beschießen. Ja, wichtig ist nur, dass wir das große Kriegsschiff dabei nicht verlieren. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. So,
So, das Schiff ist erstmal versenkt. Der Feind greift eines ihrer Schiffe. Wir sollten uns jetzt erstmal... Ah, hier ist noch ein kleines Kriegsschiff. So, wir sollten uns erstmal um die Türme kümmern. Vielleicht ein bisschen weiter zurückziehen, dass uns die ganzen Türme nicht die ganze Zeit beschießen. Und jetzt müssen wir noch mal ein paar Türme nacheinander ausschalten. So, das sollte schon reichen. Wir müssen auch ein paar neue Schiffe nachbauen. Ja, jetzt im Grunde genommen die letzte Hürde, die überwunden werden muss, hier die restlichen Türme auszuschalten. Und dann haben wir freies Feld für die Werft, ohne dass unsere Schiffe dann in Gefahr sind. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen in Acht nehmen. Denn hier kommen immer wieder ein paar Kriegsschiffe hin. Und im Moment ist unsere Flotte ziemlich geschwächt. So, die Piraten, die haben wir nicht gegen uns. So, wir müssen darauf achten, dass wir uns immer möglichst weit außen halten, dass wir immer nur im Schussradius von einem Turm stehen. Denn die Türme baut auch, glaube ich, nicht nach. Oh, hier könnte es gefährlich werden. Hier sind noch große Kriegsschiffe in der Nähe. Ich hoffe, die greifen uns jetzt nicht an, denn das wäre schon verheerend. Wir müssen gleich gucken, dass wir auch gut aus der Bucht wieder rauskommen. Und dass unsere Schiffe jetzt hier nicht die Handelsschiffe beschießen, sondern die Kanonentürme. Denn die Handelsschiffe können uns ja im Moment nichts tun. Nun geht schon auf. Wenn du mir deine Dokumente überlässt, lass mich dich vielleicht handeln. Was ist denn mit der Firma? Wann gedenkt ihr sie endlich, diese verrückten Jäger auf zu entlassen? So, im Moment sieht es allerdings halbwegs gut aus. Die meisten Türme sind schon weg. So, jetzt bleiben noch zwei Türme und die Festung. Die beschießt uns auch noch. Aber im Moment sind wir nicht im Einflussradius. So, der vorletzte Turm. Und wir müssen die Bucht, glaube ich, auf der anderen Seite verlassen, damit wir hier nicht von der Flotte zerstört werden. Ja, die Werft an sich können wir eigentlich auch schon direkt angreifen. Aber vorher will ich den Kanonenturm hier weg haben, denn dann können wir im Grunde genommen ganz gemütlich auf die Werft halten. So, wir müssen warten, bis er brennt und dann können wir uns auch zurückziehen, denn dann brennt er sozusagen von alleine weiter. Ja, wir sind doch schon ziemlich angeschlagen. So, der brennt. Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal für einen kurzen Augenblick zurück. Die Flotte ist bereit. Lassen den Turm hier abbrennen und dann können wir von links hier die Werft angreifen. Nehmt diese Goldmünzen. Aber wir wünschen, dass ihr eure Fähigkeiten. So, bloß nicht hier in den Schussradius der Festung kommt. So, und jetzt gibt es eigentlich keine Bedrohung mehr für unsere Schiffe. Und wir können ganz in Ruhe die Werft angreifen. Und das Ganze ohne auf Bürgerstufe zu kommen. Wenn man eine richtige Herausforderung sucht in diesem Szenario, kann man auch versuchen, die gesamte Insel zu erobern. Dann kann man auch gewinnen, wenn man die Werft sozusagen besitzt, dass man hier eins der Markthäuser erobert. Das ist eigentlich ziemlich schwierig. Da muss man die auch auf Bürgerstufe ausbauen und dann die ganzen Truppen wieder aufrüsten. So, ich würde sagen, die Werft fällt gleich. So, da explodiert sie. Meine Dokumente! Das ist unmöglich! Ein einfacher Latein der Königin hat mich einfach so verdoppelt! Jawohl! Das war ein durchschlagender Erfolg! Ihre Majestät wird begeistert sein. Ihr habt unsere Erwartungen in euch zu vollster Zufriedenheit erfüllt. Ein königliches Kurierschiff ganz in der Nähe ist bereit, die Geheimdokumente zu übernehmen. Bringt sie schnellstmöglich zu dem Ort, den wir auf der Karte für euch markiert haben. So, hier unten ist auch schon die königliche Flotte. Währenddessen können wir in ein Handelsschiff die anderen Dokumente einladen und die dann schon dahin bringen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, sehr gut. Hier oben sollten wir eigentlich auch ziemlich sicher sein. Und unsere Schiffe haben es doch noch schwer angeschlagen geschafft, den anderen Schiffen zu entkommen. Und ich denke, damit haben wir alle vier Dokumente vollzählig. War ja auch ist ein bisschen Sucharbeit. Ist das irgendeine Kostprobe eures eigentümlichen Humors?
Ihr solltet uns doch 4 Kisten übergeben. 4. Wir dachten wirklich, dass ihr die Gründe voll. Ihr habt euch um uns und das Reich wahrlich verdient gemacht. Wir werden euch in Kürze bei Hofe empfangen und euren Einsatz gebührend vergelten. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ja, Spiel gewonnen. Es war zwischendurch ein bisschen viel Sucharbeit. Gerade als wir da den Sohn von Ramirez und die ganzen Treibkisten aufsammeln mussten. Am Ende war es auch ein bisschen knifflig, da die Werft von Jegorov gezielt zu beschießen, ohne dass die gesamte Flotte versenkt wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einfach mal eine positive Bewertung, schreibt was in die Kommentare, Wünsche, Feedback, Verbesserungsvorschläge und abonniert den Kanal für weitere Videos, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, dann sollten auch nur noch 2 Szenarien verbleiben und im nächsten Part werden wir auch das nächste Szenario natürlich spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, bis denn.